Der frühere Skin. Jetzt hat er ja diesen Schleimi-Skin. Der ist cool. So. Und jetzt runterbauen. Ich hoffe, die Symmetrie stimmt jetzt so. Weil wir wollen alles schön symmetrisch haben. Die Symmetrie ist das, worauf wir am meisten achten. Nein, Scherz. Ich achte nicht so auf Symmetrie, aber bei so einer Figur muss man auf Symmetrie achten. Tja, da sind wir auch wieder in der Mathematik. Und dann setzen wir noch ein paar Blöcke. Blöcke, Blöcke, Blöcke. Es ist ein schöner sonniger Tag hier im Real Life und auch hier in Minecraft. Das Wetter hier in Minecraft, das passt dazu. Wobei, ich muss sagen, vorhin war es hier in Minecraft noch ganz regnerisch. Also, das fand ich schon ein bisschen doof. Da musste ich ein bisschen warten, bis das Video drehen kann, weil beim Regen, da lag das ja immer so. Und ich will euch doch hier kein verlacktes Video zeigen. So, dann kommt da noch. Was kommt da? Grün. Nee, erstmal das. Dann das. Bauen wir das mal direkt so. Das sieht jetzt ein bisschen lustig aus, aber egal. Das gehört dazu. So. Da kommt schon wieder die kleine Text. Der YouTube-Kanal von Builders Factory. Ja, den gibt es ja auch auf YouTube. Der heißt Builders Factory natürlich. Wie sonst? Der YouTube-Kanal von Builders Factory heißt ja nicht irgendwas anderes Factory. Sondern Builders Factory. So, einfach nach unten, unten, unten. So, da muss jetzt schnell gehen. Ich will das jetzt nicht wieder so lange rauszögern. Ich zögere nicht gerne. Ich mach's am liebsten sofort. Aber die Blöcke kommen ja alle ins Gesicht. Das stört mich. Die ganzen Blöcke. Aua. Ach, schon wieder einer vor der Nase. Naja, so ist das, wenn man die Löcher stopft. Hat man alles vor der Nase. So, da ist noch ein Loch. Das flicken wir auch mal ganz schnell. Ach komm, ein bisschen höher. So. Ja, das ist ja hier jetzt kein Flymod. Das ist der Kreativmod. Flymod darf man hier nicht benutzen. Alles schön dran denken. Das darf man nicht. Beziehungsweise, das geht auch nicht. Von daher. Aber ihr dürft auch nicht in Versuchung kommen, von daher. Schön sein lassen. So. Ach toll, da muss ja noch mehr runter. Ich flieg gleich nicht mehr. Mein Fliegen hat ein Ende. Nein, hat's nicht. Ich habe immer Flugkraft. Und das muss da weg. Flugkraft braucht man natürlich. So, da setzen wir noch. Die, ja, da, wann ist das endlich fertig? Nach dem Arm haben wir endlich den Kopf, also dann können wir endlich den Kopf machen und dann haben wir keine Arme mehr und danach können wir endlich den Innenraum machen. Also ich denke mal, das hier bezieht sich jetzt auf mehrere Folgen, aber dafür macht man ja Let's Plays, indem man ja spielt, ja. Und ja, das andere war ja auch jetzt so ein bisschen eine Show hier mit der Slumstadt. Da habe ich ja nicht wirklich gespielt, sondern bin ich eher nur rumgegangen. Aber jetzt spiele ich hier wirklich. Auch hier in meiner Reihe Vex Nightmare Realm. Die könnt ihr euch auch mal angucken. Die ist auch ganz interessant. So ein schöner Abenteuermodus. Ja, so eine Map wollte ich ja auch hier haben auf Builders Factory. Also es wird ja jetzt daran gearbeitet an diesem Enrichment Center. Und ja, das ist also nicht das Enrichment Center, sondern das ist so ähnlich wie das Enrichment Center früher. Aber das ist erst Ende 2012 fertig. Weil wir switchen ja hier immer zwischen ganz vielen Welten. Wir haben ja den Free Build, wir haben den Never, wir haben die Mob-Welt, die Event-Welt, ja, alles. Die normale Welt. Bei uns gibt es ganz viele Welten, deswegen besucht doch einfach Builders Factory, dann habt ihr zu jeder Welt einen Zutritt. Naja, außer zu den Eventwelten, da habt ihr nur manchmal einen Zutritt. Aber sonst ist das auch ganz gut, weil, ja, wozu müsst ihr in die Eventwelt gehen, wenn da keine Events stattfinden?
Ist ja sinnlos. Wie hieß denn das andere Event? Ach ja, bald ist ja noch die neue Stadt Volturnus. Die ist ja auch bald fertig. Ist ja so eine Wasserstadt, glaube ich. Müsste es sein. Ja, und die ist auch bald fertig. Dann haben wir auch wieder was Neues. Und ja, halt Vorschläge, was man noch so machen kann. Könnt ihr auch gerne im Böhlers Factory Forum posten. Also da meckert keiner, falls ihr da mal irgendeinen Vorschlag postet. Das ist alles ganz legal. Das könnt ihr gerne machen. So, aber weiter zur Statue. Habe ich genug erzählt. jetzt mach hin. Ich bin nur gleich fertig. Gleich bin ich fertig. Also mit dem Arm und der Kopf, der fehlt noch. Ein kopfloser Mensch. Das tut nicht gut, also. Aber wir machen eh kein Gehirn rein. Ohne Gehirn kann die Statue eh nicht denken. Das tut ja auch nicht gut. Also, ja. Wer kann schon ohne Gehirn denken? Keiner. Wenn das jemand kann, dann ist das ein Wunder. Aber das kann eh niemand. So, jetzt sperre ich mich gleich deinen Dingen ein. Hi, Weißfeier. Ja. Okay. Dann machen wir das so. Ja. Komm, komm. Ah ne, da darf kein Grün hin, sondern da muss das hin. Oh, da bin ich schon zu weit. Da bin ich auch schon zu weit. Aber da bin ich goldrichtig hier. Goldrichtig, das ist immer schön. Da kriegt man schön Gold. Wenn es goldrichtig ist, dann kriegt man Gold. Aber wenn es nicht goldrichtig ist, dann kriegt ihr kein Gold. So. Und jetzt nur noch die weiße Schicht drüber streichen. Ja, die weiße Schicht, das ist die Wolle. Was auch sonst. Es könnte Schnee. Ich wollte das auch erst als Schnee machen. Ja, aus Schnee machen, aber naja, schmilzt mir das hier weg und dann habe ich kein Dingen mehr. Boah, setz mal die Steine. So. Und wenn mir das wegschmilzt, ey, da habe ich nur noch eine Pfütze hier. Das wäre auch schlecht. So. Ja. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier schon so? Okay, das war dahinter. Wenn man da reinguckt. Da unten ist der Schlitzkasten. Da kann man was reinwerfen. Nee, da kann man auch reingehen, oder? Nee, ist ein bisschen zu hoch. Da kannst du nicht drüber springen. So. Ja. So ist das. Und in der nächsten Folge mache ich mit euch den Kopf.